Ja, nachdem wir jetzt wissen, was eine Matrixnorm ist, insbesondere was eine induzierte Matrixnorm ist, wollen wir das jetzt anwenden auf unser Problem zur Lösung von gestörten linearen Gleichungen. Und nochmal kurz zur Erinnerung, wie war das? Wir wollen lösen eigentlich ein Gleichungssystem AX gleich B, aber weder A noch B kennen wir wirklich exakt. Das heißt, beide haben einen Fehler, dA bzw. dB. Bei der Matrix ist dieser Fehler besonders problematisch, denn es kann uns natürlich passieren, auch wenn wir wissen, dass die Matrix A invertierbar ist, dass das ist natürlich keineswegs gesagt, dass die Matrix A plus dA auch invertierbar ist. Ja? Also ganz kleines Beispiel angenommen, dass A ist tatsächlich die Einheitsmatrix, das wissen wir aber nicht. Wir messen diese Matrix A und links oben im Element vermessen wir uns komplett. Das heißt also, wir messen nicht die Einheitsmatrix, sondern wir messen die Matrix A-Schlange gleich 0, 0, 0, 1, ja, für 2 Kreuz 2 Matrix. Und dann sagen wir, diese Matrix A-Schlange ist nicht mehr invertierbar. Das heißt also, wir suchen eine Bedingung dafür, wann denn eine Abweichung von einer Matrix noch invertierbar ist. Ja, also wir suchen, vielleicht ist es ja so, dass wenn wir die Größenordnung von den dA einschränken, dass dann die Matrix in jedem Fall noch invertierbar ist. Und das gucken wir uns zunächst mal an am Spezialfall der Einheitsmatrix. Das heißt, wir nehmen mal an, sei A eine n kreuz n Matrix. Und die induzierte Matrixnorm von A bezüglich irgendeiner Norm, irgendeiner Vektorraumnorm, welche ist mir völlig egal, sei kleiner als 1. Dann können wir darstellen, dass i minus a hoch minus 1, also erstmal das i minus a ist in diesem Fall invertierbar und wir können es darstellen als die Summe k gleich 0 bis unendlich a hoch k. Okay, was ist also die Interpretation? Wenn in irgendeiner Matrixnorm, induzierten Matrixnorm, die Norm von A kleiner ist als 1, dann darf ich das I stören um diese Matrix A und was da rauskommt, ist tatsächlich immer noch invertierbar und wir können sogar die Inverse direkt angeben. Okay, und wenn Sie sich das mal angucken, ersetzen Sie das A einfach mal durch Q. Ja, und dann riecht das Ganze hier oben nach geometrischer Reihe und das ist auch tatsächlich genau dasselbe. Ja. Also wenn Sie mal hinschreiben, die Summe k gleich 0 bis n a hoch k, das wären die Partialsummen hier von dieser Reihe, das ist kleiner gleich der Summe k gleich 0 bis n Norm a hoch k. Naja, und da sehen Sie, das hier vorne ist tatsächlich nichts anderes als eine geometrische Reihe, denn die Norm von a ist kleiner als 1. Die geometrische Reihe bildet eine Cauchy-Folge, also ist das, was hier steht, auch eine Cauchy-Folge. Und das heißt, da der R auch n vollständig ist, R auch n kreuz n vollständig ist, diese Reihe hier vorne konvergiert tatsächlich. Ja? Okay. Gut, das heißt also erstmal konvergiert diese Reihe. Das macht Sinn, dass sie konvergiert. Und, na, da haben wir das Falsche. Ich habe behauptet, ich kann sogar die Inverse ausrechnen. Und schauen wir uns das an. Naja, jetzt macht es natürlich Sinn, auszurechnen, dass i minus a mal die Summe k gleich 0 bis n a hoch k. Das ist nichts anderes als i minus a hoch n plus 1, weil, ich weiß nicht, in der Analysis nennt man das häufig so eine Ziehharmonikasumme. Wenn man das hier vorne ausrechnet, dann steht hier erstmal, ja, i minus a mal i plus i minus a mal a. Und Sie sehen, da steht dann, wenn man das ausrechnet, steht da immer i minus a plus a minus a Quadrat plus a Quadrat und so weiter. Das geht alles wieder weg. Und das Einzige, was überbleibt von dieser Summe, ist nichts anderes als i minus a hoch n plus 1. Naja, a hoch n plus 1. Die Norm von a ist kleiner als 1. Das heißt, das konvergiert gegen 0 für n gegen unendlich. Das heißt, das hier konvergiert tatsächlich gegen die Einheitsmatrix. Okay, dann brauchen wir jetzt aber nur noch das i minus a auf die andere Seite zu bringen, den Limes zu bilden. Und es gilt, die Summe k gleich 0 bis unendlich a hoch k ist gleich i minus a hoch minus 1. Und das war genau das, was wir behauptet haben. Das hilft uns nur nicht besonders viel, sondern denn, naja, also das sagt uns jetzt, wenn wir eigentlich die Einheitsmatrix suchen, dann wissen wir, wie weit wir die stören dürfen, nämlich gerade um eine andere Matrix mit Norm kleiner als 1. Wie sieht es mit allgemeinen Matrizen aus? Und dann nehmen wir jetzt unser Problem. Das heißt also, sei jetzt A eine invertierbare Matrix und wir fragen uns, wie stark darf man A stören, sodass A plus dA immer noch invertierbar ist.
Also dA ist dann natürlich auch eine n kreuz n Matrix. Und wir setzen mal voraus, dass die Norm von dA mal die Norm von A hoch minus 1 kleiner ist als 1. Das nennen wir Q. Und Norm ist wieder irgendeine induzierte Matrixnorm. Okay, dann gilt A plus dA. Da kann ich zunächst mal das A nach links rausziehen. Dann wird das zu I plus A hoch minus 1 mal dA. Und dieses Plus schreibe ich als Minus Minus. Okay, jetzt sehen Sie aber sofort, das, was hier steht, dieses I minus, minus A hoch minus 1 mal dA, das ist nichts anderes als das, was wir gerade gezeigt haben. Das hat genau die richtige Form. Ja? I minus irgendwas, I minus eine Störmatrix. Und diese Störmatrix ist jetzt hier minus A hoch minus 1 mal dA. Wenn die Norm davon kleiner ist als 1, dann wissen wir, diese ganze Matrix, die hier in der Klammer steht, die ist invertierbar. Okay, aber es gilt natürlich die Norm davon, da fällt das Minuszeichen erstmal weg, die Norm von A hoch minus D1 dA ist kleiner gleich der Norm von A hoch minus 1 mal der Norm von dA und davon haben wir gerade vorausgesetzt, dass es kleiner ist als 1. Okay, das heißt, das, was hier in der Klammer steht, ist invertierbar. A ist invertierbar nach Voraussetzung, das heißt, hier steht das Produkt von zwei invertierbaren Matrizen und insbesondere ist A plus dA invertierbar. Die Inverse kann ich auch tatsächlich angeben, denn das A plus dA hoch minus 1 ist nach dieser Formel, die ich hier stehen habe, wenn ich hoch minus 1 da dran schreibe, dreht sich die Reihenfolge dieser Matrizen um. Das heißt, dass dieses I minus minus A hoch minus 1 dA in Klammern hoch minus 1 mal A hoch minus 1. Die Inverse davon kennen wir, die haben wir oben gerade angegeben. Das ist die Summe k gleich 0 bis unendlich minus A hoch minus 1 dA hoch k mal A hoch minus 1. Okay. Gut, meistens wird uns diese Abschätzung oder diese explizite Darstellung nicht so wahnsinnig weit bringen, aber die hilft uns einfach die Norm von A plus dA hoch minus 1 abzuschätzen und das werden wir tatsächlich brauchen. Und wir schreiben das hier einfach mal hin. Die Norm von A plus dA hoch minus 1 ist also kleiner gleich die Norm von A hoch minus 1 mal die Norm von Summe k gleich 0 bis unendlich, Norm von minus A hoch minus 1 dA hoch k. Und das schätzen wir hier vorne sofort wieder ab durch die Summe k gleich 0 bis unendlich q hoch k. Und das ist also nichts anderes als Summe, als Norm A hoch minus 1 mal 1 durch 1 minus q. Okay, gut. Das heißt also tatsächlich können wir die Norm dieser gestörten Matrix, die induzierte Norm dieser gestörten Matrix, abschätzen und zwar durch diesen Term, der hier vorne steht, und das werden wir tatsächlich im nächsten Abschnitt benutzen.